Ich möchte den Kurzvortrag mit einem Bild beginnen, das vielen wahrscheinlich bekannt sein wird, und ich komme gleich auch noch auf die Geschichte davon zurück. Es zeigt eine Gruppe jüdischer Personen, die von deutschen Soldaten aus einem Haus geführt werden. Im Zentrum ein Junge mit erhobenen Händen, irgendwo im Warschauer Ghetto. Das Ghetto wurde ab Mitte 1940 im Stadtzentrum Warschaus in einem zuvor schon jüdisch dominierten Stadtviertel eingerichtet. Im Oktober erging der Befehl, dass alle jüdischen Bewohner Warschaus, also fast ein Drittel der Stadtbevölkerung, dorthin umziehen mussten. Das heißt konkret, 370.000 Warschauer Juden in 1.500 Gebäuden, umgeben von einer 18 Kilometer langen Mauer, 3 Meter hoch. Später kamen dann noch ca. 150.000 Juden aus umliegenden Städten Polens und auch aus Deutschland dazu. Neben der Enge war das Leben dort geprägt von Überwachung und Terror, von Hunger und Epidemien, von Todesgefahr, von Tod. Und gleichzeitig gab es einen Alltag. Ein Überlebender fasste später so zusammen, Zitat: Wir waren die ganze Zeit über von Todesangst begleitet, aber daneben führten wir auch ein normales Leben. Im Ghetto wurde zwangsgearbeitet, es gab Romanzen, Konzerte, Theateraufführungen. Die Leute gingen ins Restaurant, während hinter dem Restaurant gerade jemand starb. Noch vor den Deportationen kamen etwa 100.000 ums Leben. Sehr lange stand das Bild von diesem kleinen Jungen aus dem Warschauer Ghetto genau hierfür: die Verzweiflung und Hilflosigkeit der Opfer des Holocaust. Aber das ist nur eine Seite, die man hier sehen kann. Das Foto stammt nämlich aus den Berichten des S-Brigadeführers Jürgen Stropp, der für die Auflösung des Ghettos verantwortlich war. Es wurde im Frühjahr 1943, wahrscheinlich im Mai, geschossen und damit während oder am Ende jener Phase, in der sich jüdische Widerstandskämpfer im Ghetto aktiv zur Wehr setzten. Eine gemeinsame Widerstandsbewegung gab es im Ghetto zunächst nicht. Seitdem die Wehrmacht Mitte 1941 den Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hatte, gingen im Warschauer Ghetto zwar Gerüchte über massenhafte Morde an Juden herum und einige junge, politisch radikale Juden forderten bereits den Aufstand. Allgemein gab es aber noch die Hoffnung, dass die Gerüchte nicht stimmen und dass zweitens die jüdische Selbstverwaltung des Ghettos, der sogenannte Judenrat, durch Verhandlungen mit den Nationalsozialisten Menschen retten könnte. Das änderte sich erst mit dem 22. Juli 1942, als die als Umsiedlung bezeichnete Deportation von Juden aus dem Warschauer Ghetto begann. Bis September wurden bis auf etwa 60.000 Juden alle Ghettobewohner deportiert. Es wurde zunehmend klar, dass es keinen Ausweg aus dem Massenmord gibt. Vertreter verschiedener zuvor zum Teil verfeindeter jüdischer Organisationen, darunter Kommunisten, Sozialisten, Linke und Rechte, Zionisten, gründeten in dieser Situation die sogenannte jüdische Kampforganisation. Daneben, deren Anführer Mordechai Anielewitz wurde. Unabhängig davon gab es noch eine geheime Kampforganisation von ehemaligen jüdischen Offizieren und Soldaten der polnischen Armee, den jüdischen Militärverband. Als im Januar 1943 deutsche Uniformierte, unterstützt von ukrainischen und baltischen Hilfsgruppen, eine zweite Deportation umsetzen wollten, leisteten Kämpfer der jüdischen Kampforganisation 3 Tage Widerstand und erzwangen so einen frühzeitigen Abbruch. In den folgenden Wochen bauten die jüdischen Untergrundgruppen im mittlerweile stark verkleinerten Ghetto, man sieht es hier im gelben Bereich, das ist das Ghetto nach den Deportationen, bauten also die jüdischen Untergrundgruppen Strukturen für einen koordinierten Widerstand auf. Zivilisten aus dem Ghetto schlossen sich den Kämpfern an. Waffen und Sprengstoff wurde organisiert, also vor allem Pistolen, Handgranaten, Molotow-Cocktails. Feste Kampfeinheiten wurden gebildet und über 1.000 unterirdische Bunker, Verstecke und Verbindungsgänge gebaut. Am 19. April 1943, dem Beginn der Pessachwoche, umstellten Polizeieinheiten das Ghetto und drangen SS-Einheiten ein, um die von Himmler längst angeordnete vollständige Auflösung des Ghettos umzusetzen. Fast 4 Wochen konnten die nur 800 Kämpfer und die übrige Bevölkerung des Ghettos, ca. 50.000 Personen, den Widerstand aufrechterhalten. Einige wenige nur konnten sich nach der Niederschlagung versteckt halten oder über die Kanalisation aus der Stadt fliehen. Der Warschauer Ghettoaufstand wurde also blutig niedergeschlagen. Militärisch war er ohne Bedeutung. Aber er wurde mehr als anderes zum Symbol
des jüdischen Widerstands. Warschauer Ghettokämpfer wie Mordechai Anjelewitz und andere standen im Vorfeld der Staatsgründung Israels und auch danach mit ihren Geschichten nicht für Hilflosigkeit und Verzweiflung, sondern für Mut, Kampfbereitschaft und Stärke. Die Erzählung von Opfern, von Opfer und Leid spielte in der Anfangszeit Israels in den 40er und 50er Jahren eine untergeordnete Rolle und war eher mit Scham verbunden. Das hat sich dann mit den Eichmann-Prozessen in den 60er Jahren geändert, aber darauf gehe ich nicht ein. Ich ende nochmal mit dem Jungen von Warschau. Er ist bis heute nicht zu identifizieren. Es gibt ein paar Theorien, wer es sein könnte. Aber damit steht er für viele Geschichten, die nicht erzählt werden können. Und gleichzeitig zeigt er, wie wichtig es ist, jede Geschichte zu hören, die noch gehört werden kann.